herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Unser Thema heute, das kommt in den besten Familien vor. Und wir freuen uns hier im Alten E-Werk in Baden-Baden auf diese Gäste. Schon in Kindheitstagen war das Verhältnis von Wolfgang Viereck zu seinem Bruder sehr angespannt. Immer wieder gab es Reibereien. Später herrschte unter den Geschwistern zeitweise komplette Funkstille. Doch nach Jahren erreicht den Schauspieler plötzlich wieder ein Anruf. Seitdem hat sich viel verändert. Herzlich willkommen hier bei uns im Alten E-Werk, Wolfgang Viereck. Patricia hatte stets ein herzliches Verhältnis und war voller Vertrauen in ihren Bruder. Er hatte auch immer einen guten Draht und engen Kontakt zu ihren Kindern, bis vor 5 Jahren in der Nacht zum 6. September eine unfassbare Tat geschah, die sie ihrem Bruder nie zugetraut hätte. Was mit ihrem damals 8-jährigen Sohn geschah, davon berichtet Patricia. Und vorab danke, dass Sie den Mut haben, darüber heute Abend hier bei uns zu reden. Herzlich willkommen. Als Mutter von 10 Kindern muss Agrarwissenschaftlerin Andrea Leintaler ständig mit Vorurteilen kämpfen. Bildungsfern, asozial, das hört sie immer wieder. Doch ihre Großfamilie beweist genau das Gegenteil und legt einen Familienzusammenhalt an den Tag, von dem manch scheinbare Bilderbuchfamilie nur träumen kann. Auch als ihre Tochter Thea mit 14 ungeplant schwanger wird, steht die ganze Familie hinter der Schülerin. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Als Enkel des Fotoversandgründers wuchs Jonas Porst nicht nur im Wohlstand, sondern auch mit großen Erwartungen auf, später das Firmenimperium zu übernehmen. Doch stattdessen ging der Schulabbrecher nach England, vergötterte die Beatles und wurde Musikmanager. Warum das Vater-Sohn-Verhältnis immer schwierig war und er heute pleite ist, erfahren wir von Jonas Porst. Kinder spüren sehr genau, was von ihnen erwartet wird, weiß Therapeutin Ursula Nuber. Doch nicht jeder beugt sich den Vorstellungen des Elternhauses. Warum das schwarze Schaf oft in der Familie eine Rolle auf Lebenszeit hat und warum sich manchmal gerade in einer angeblichen Vorzeigefamilie wahrlich Tragödien abspielen, das hören wir heute Abend von Ursula Nuber. Herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen an die ganze Runde. Herr Viereck. Ihr Vater war Koch. Genau. Hat das denn alles geschmeckt, was er so gekocht hat? Ja, das hat sogar sehr gut geschmeckt. Ja? Also, der Papa, der war mit Leib und Seele Koch. Mhm. Also, wenn man gesehen hat, wie der zum Beispiel also seine Gerichte anrichtet, also den Kartoffelsalat, der wurde nicht einfach draufgematscht, sondern alles liebevoll und so. Und, er hat dann später auch das Bundesverdienstkreuz bekommen von dem Präsident Lübcke. Mhm. Und ich meine, das ist schon nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht, allerdings. Das ist ja die Frage, solange es schmeckt und Dinge sind, die einem ja auch gefallen, ist ja alles okay. Aber ich habe gehört, es gab auch ab und zu mal Karpfen bei Ihnen. Wie sieht es denn aus mit Karpfen? Ja, das ist halt diese Schlesier-Angewohnheit. Mhm. Meine Eltern sind ja Schlesier, alle beide gewesen. Und in Schlesien ist zu Weihnachten Karpfen das Ein und Alles. Bei uns in Bayern, also ich sage jetzt bei uns in Bayern, ist es halt die Gans oder was auch immer. Und ich meine, erst einmal hat mir schon leid getan, wenn er in der Badewanne rumgeschwommen ist. Und man hat ganz genau gewusst, dass die Hinrichtung bevorsteht. Ja. Für Kinder natürlich ganz schlimm. Und dann das Fleisch, das war... Andere mögen es vielleicht, aber das war so matschig, war das einfach. Also gebraten hat er noch ganz gut ausgeschaut, aber blau war also für mich ein No-Go. Und was hat der kleine Wolfgang dann gemacht, wenn dann Karpfen da auf dem Tisch stand? Hat er gesagt, ich esse es nicht oder mussten Sie es runterwürgen? Nein, ich habe es natürlich schon probiert. Also ich will schon immer wissen, von was ich rede. Aber ich habe gesagt, das geht überhaupt nicht. Also Karpfen geht nicht. Und mein Vater, der war eher zum Einlenken bereit, meine Mutter war tough. Also ich gesagt, du isst das, alles, was auf dem Teller ist, wir essen. Damit war natürlich Weihnachten für mich gelaufen. Ich gesagt, ich esse einfach nicht und aus Ende. Erst die Hinrichtung und dann ja, das genau. Auch noch runterwürgen. Also das ist für ein Kind, ist das also,
Wahrscheinlich habe ich ein Trauma deswegen. Also. Wir stützen Sie jetzt im Nachhinein trotzdem nochmal gegen diese Erfahrung. Wie war das denn mit Ihrem Bruder? Hat der gerne Karpfen gegessen? Ja, der war noch schlimmer. Noch schlimmer? Ja, aber das war wieder anders. Jetzt geht schon los. Also der Dieter hatte eine gewisse Vormachtstellung. Und alles, was der Dieter so gesagt hat, war eigentlich okay. Also das, und haben wir gedacht, wenn der das sagt, dann kann ich es auch sagen. Aber ich habe mir immer eine wunde Nase geholt. Also, aber wie gesagt, ich habe dann am Schluss das dann auch durchsetzen können und habe mir diesen Karpfen, erst einmal war ich natürlich froh, weil es waren ja immer zwei Karpfen drin, die geschlachtet wurden. Auf brutalste Art und Weise. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit einem Handtuch und mit so einem Nudelwalker. Ich weiß gar nicht, ob wir es noch detaillierter wissen müssen. Ja, ja. Also das war für mich war das schlimm. Also das. Ja. Aber nachdem mein Bruder und ich also das wirklich also gesagt haben, nein, wir essen keinen, war es nur einer. Also wir haben praktisch jedes Weihnachten einen Karpfen gerettet. Also. Es hört sich aber so an, als ob Sie Widerstand gegeben haben und Ihr Bruder ist da irgendwie so durchgegangen. Bei dem wurde es akzeptiert. Ist dieses Beispiel mit dem Karpfen auch so ein bisschen stellvertretend auch für andere Bereiche? War das so ein bisschen Ihr Rollenverhältnis? Sie, der kleine Rebell, eher so pflegeleichter? Ja, der Dieter war jemand, der also eher sich angepasst hat. Bei mir war das ja nicht, also, dass ich das jetzt halt absichtlich getan hätte, anders zu sein. Also, Sie mochten den Karpfen ja nicht. Erst einmal den Karpfen und ich mochte auch keine grauen Hosen. Wenn also, die mochte ich auch nicht. Kratzig, ja, schrecklich. Furchtbar. Mhm. Also wenn zum Einkaufen gefahren wurde, der Dieter hat sich aussuchen dürfen, was er wollen hat. Mhm. Und ich habe eine graue Hose bekommen. Ich habe gesagt, ich will aber keine graue Hose. Da gab es aber keinen Widerspruch. Und das ist dann langsam, also man ehrt ja die Eltern, das habe ich auch getan bis zuletzt, überhaupt keine Frage. Aber da draußen sind noch andere Menschen, die dich sehen. Also, und später auch Mädchen. Und dann kommt der mit der grauen Hose schon wieder her. Und das haben wir gedacht, was mache ich? Und dann habe ich mir Kleiderfarbe gekauft, also so eine, und habe es eingefärbt. War nicht der Hit. Also das, aber ich wollte immer schon anders sein als andere. Mhm. Und wie würden Sie das denn beschreiben? Wurden Sie denn von Ihrem älteren Bruder, vom Dieter, anerkannt? War da eine Nähe auch da? Oder war das eher was Distanziertes? Wie würden Sie das beschreiben? Der Dieter, der ist ja 2,5 Jahre älter als ich, also fast 3 Jahre älter als ich. Und der ist immer schon seinen eigenen Weg gegangen. Und mir blieb dann eigentlich nicht viel übrig, als wie auch meinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und ich habe eigentlich schon immer gebuhlt um meinen Bruder, weil es erst einmal gut ausgeschaut. Also der war wirklich, in der Siedlung war das so der kleine Elvis. Und, und das hat mir natürlich gefallen, wenn die Mädels da bei dem stehen und haben gedacht, ja, vielleicht fällt auch mal irgendwas für mich ab oder so. Aber Sie hatten diese graue Hose, ne? Ja, die hat farbenmäßig immer. Ja. Nee, aber die große enge Liebe, wie man sich's vielleicht vorstellt mit dem Bruder, war es nicht. Also, es gab einen Moment, wo ich also an Dieter wahnsinnig dankbar bin. Also das war zu im Fasching war das und ich war ja der Kleine in der Klasse und ich war wirklich einfach fast mit der Jüngste und da waren zwei Große, die haben schon mal Ehrenrunde gedreht, also die waren schon ein bisschen älter und die wollten mich verhauen und dann ist mein Bruder dazwischen. Und hat sich da richtig, also hat ausgeteilt. Und das hat mir gefallen. Da haben wir gedacht, Mensch, du. Danke an den großen Bruder. Ja, klar. Ja, das ist gut. Warum ist da manchmal so eine Rivalität oder so eine Spannung unter Geschwistern? Was passiert da oft? Naja, also ich habe mir gerade gedacht, wie viel ist er älter? 3 Jahre? Zweieinhalb Jahre. Ja. Okay, bis dahin war er alleine, ne? Da war er der König, genau, so schaut's aus. Der Einzige, ja, genau. Der da in der Familie war. Und dann kommt plötzlich so ein kleiner Bruder daher und den hat er sich nicht ausgesucht und den hat er sich nicht gewünscht. Und das ist häufig so bei Kindern, dass sie dann erstmal diese Entmachtung und die Entrodung und plötzlich haben sie ja... Ein Baby braucht die Aufmerksamkeit, das ist klar. Ne? Also da fängt schon die Konkurrenz an oder die Rivalität. Mhm. Und dann hat er natürlich seinen Vorteil vielleicht, er konnte es offensichtlich, ausgespielt. Ich war zuerst da, ich bin schon der Größere
Und entweder gibt es da so eine, ja, so eine Herablassung, so ich bin der Größere, ich kümmere mich um dich. Oder ich bin der Größere, ich bin der Ältere, ich will, brauch dich nicht. Also du hab dich nicht bestellt sozusagen, also ich brauche dich. Ja. Da kommt so eine Konkurrenz und da hat der Jüngere schon schlechtere Karten, weil er möchte ja immer so sein wie der Ältere. Also der ist ja das Ziel, was man da hat. Also Geschwisterrivalität ist ziemlich normal, also kommt schon sehr oft vor. Wenn man Glück hat, gibt es eine Verschwesterung oder Verbrüderung. Und wenn man ganz viel Pech hat, ist die Konkurrenz so stark, dass der Nachzügler so ist, oder der Zweite oder der Dritte einen unguten Start hat, also eine ungute Position auch hat. Ne? Er ist nicht in der Pole Position. Wie ist es denn, wenn Sie an die Familie zurückdenken? Ihre Eltern hatten ja auch finanziell zu kämpfen. Was waren aber auch so Erlebnisse, an die Sie einfach gern zurückdenken, wo Sie dachten, ach, wir konnten zwar nicht im Urlaub fahren, aber das konnten wir immerhin. Es war ja immer so, also in der Volksschule, also wenn die Ferien vorbei waren, durfte jeder erzählen, wo man in Urlaub hingefahren ist. Und die meisten sind natürlich nach Italien, entweder Jesolo oder was jetzt so in war. Das gab es bei uns nicht. Solange ich mich zurückdenken kann, sind wir nie in Urlaub gefahren. Also wir haben kein Auto gehabt, sondern nur ein Motorrad. Mhm. Und wenn wir wegfahren sind, sind wir zu viert auf dem Motorrad gefahren. Also, aber was für mich eigentlich... Also wirklich viel schöner war als irgendwie ein Urlaub, vielleicht an einem überfüllten Strand oder sowas. Ich kann mich immer gut erinnern an die Ausflüge mit dem Fahrrad von Ottobrunn nach Unterhaching. Da war ein großes Freibad. Und Vater war ja Koch. Es gab Schnitzel, es gab Kartoffelsalat, es gab was Süßes. Und das war einfach toll. Und dann bist du den ganzen Tag rumgetollt in dem Wasser. Und dann warst du müde und hast dich hingelegt. Du hast gewusst, du bist beschützt von Mutter und Vater. Und dann, der Papa hat noch am Sprungbrett noch irgendeine Kunststückchen gemacht und sowas. Da waren wir ganz stolz. Und das ist eigentlich eine Sache, die viel wichtiger und für mich viel schöner war als wie Urlaub im Stau oder das in einem fremden Land. Und damals hat dann nicht jeder gerade Italienisch gesprochen oder sowas. Also das waren sehr, sehr, sehr schöne Zeiten. Und deswegen hat mich das auch nicht ganz irgendwie tangiert, wenn andere gesagt haben, ja, wir waren jetzt in Jesolo, da gab es dann, Spaghetti Vongole und sowas. Gar nicht gewusst, was das ist, aber... Sie waren im Freibad und das war schön. Ich war im Freibad in Unterhaching und ich fahre immer wieder hin. Es gibt es ja immer noch und erinnere mich an diese wirklich schönen Zeiten. Wie würden Sie beschreiben, Sie haben den Vater ja schon beschrieben, was hatte der für eine Rolle in Ihrer Familie? Mein Vater, der war nicht bloß ein begnadeter Koch oder Konditor oder Bäcker, sondern der konnte alles. Also wenn ich kann mich erinnern immer, wenn wir also dann umgezogen sind, mein Vater, der kam dann später zum Bund und vom Bund gab es dann auch Wohnungen für die Angestellten und so und dann haben wir mal da Wohnung gekriegt und da und dann wurde halt alles selber gemacht. Also da kam nicht irgendjemand, der einen Umzug gemacht hat. Es kam auch niemand, der eine Leitung gelegt hat. Es kam auch niemand, der gemalert hat, sondern das haben wir alle selber gemacht. Und das Witzige war immer die Schlesier. Also das ist ja wirklich, also das ist fast schon wie ein Clan. Also die haben wir zusammengehalten. Also das war nach dem Krieg und seine Kriegskameraden und dann auch in Ottobrunn, wo wir aufgewachsen sind, da waren viele Schlesier. Und dann ging es halt einfach zum Schlesier A, hast gesagt, du, pass auf, hast du eine Malerbürste? Dann bist du zum Schlesier B, hast gesagt, hast du eine Leiter für mich? Und so ging das die ganze Zeit und das waren halt so tolle Sachen. Der Daddy, der war halt mittendrin wie ein Fels. Mhm. Wie ein Fels, für die Familie auch. Aber das Coolste, er war ja Motorradfahrer. Der hat den ganzen Rockern bei uns im Ort die Motorräder repariert. Und dadurch war ich natürlich auch in einer guten Stellung, hat es geheißen, das ist der... Sohn. Vom Fels, vom Motorrad. Vom Koch, haben Sie mal gesagt. Also. Ja. Aber irgendwann ist Ihr Vater verstorben. Wenn Sie sagen, er war vorher der Fels, das ist ja schon ein starkes Bild. Was war, als dieser Fels dann nicht mehr da war? Das war für mich eigentlich der schlimmste Augenblick in meinem Leben. Also ich habe schon viele Sachen erlebt, aber das war... Ich war auf Ibiza und ich war sogar mit SWR unterwegs, genau, mit Manfred Sechsauer. Mhm. Und wir haben da eine Sendung gehabt und dann in der Früh kommt ein Manager, sagt er, du Wolfgang, sitz dich hin, ich muss dir was sagen. Und sag ich, was ist los? Sagt er, ja, dein Papa ist verstorben. Und das war, als wenn man einer den
Boden unter den Füßen wegzieht. Ich habe das gar nicht begreifen. Der Vater, der Boxer, gut beieinander und alles hin und her. Aber Papa hat Herzschrittmacher gehabt. Das war der dritte Herzinfarkt und den hat er nicht überstanden. Und dann wollte ich zurückfliegen. An dem Tag gab es keinen Flug. Erst am nächsten Tag. Dann bin ich dann hin und dann war halt die Beerdigung. Und als ich ihn im Sarg aufgebahrt gesehen habe, das war für mich, das war das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, das Leben hat auch andere Facetten. Und war schlimm, war für die ganze Familie. Meine Mutter hat das nie überwunden. Und ja, dann ging es halt ein bisschen bergab. Es ist ja so, wenn ein Elternteil, ein wichtiges Elternteil, in dem Fall der Fels nicht mehr da ist, dann geht oft so eine Familienbalance irgendwie aus den Fugen. Ja, was passiert dann? Da wird das ganze System Familie wird erstmal ganz schön durcheinander gewirbelt. Also es ist nicht mehr im Gleichgewicht. Oder sagen wir mal, der Fels, um den gruppiert sich ja eigentlich alles. An dem kann man sich festhalten und vielleicht auch reiben. Aber man ist erstmal, man kann man sich ja bildlich vorstellen, wenn der Fels weg ist, kommt die Brandung und schwebt dann erstmal weg. Und gerade Vater, Sohn, also es ist immer schwer, die Eltern zu verlieren. Für eine Tochter ist es schwer, die Mutter auch zu verlieren, dieses Gleichgeschlechtliche. Und der Vater, der Sohn, ja, der erste, das Vorbild für die Männlichkeit, das Vorbild für mich als Mann. Und das ist eine Leere, ne? Und dann ist keiner mehr da, der einen schützt, also und im Rücken steht. Eigentlich der Erschütterung. Das ist Endgültige, der ist weg, kommt nicht mehr. Wenn der Sarg, als er geschlossen wurde, ich hab das gar nicht begreifen können. Also ich war am Friedhof, ich wollte gar nicht gehen. Und das war. Und dann, genauso wie die Song, also das, meine Mama, mein Bruder, also ein Dieter. Der Dieter, ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, warum der Dieter so sensibel ist. Sie hat gesagt, der hat halt die ganzen, mein Bruder wurde 48 geboren, der hat halt noch immer die ganzen Ängste und alles, was wir aus dem Krieg mitgenommen haben. Und danach, das ist halt, das hat er halt mitbekommen. Und ich würde nicht sagen, dass mein Bruder schwach ist. Mein Bruder ist ein sehr intelligenter, lustiger Mensch, aber er hat nicht dieses Leichtfüßige, was ich habe einfach. Und deswegen hat er es immer danach noch schwerer gehabt. Ihr Leben hat sich ja dann auch verändert. Sie haben Ihre heutige Frau kennengelernt. Beschreiben Sie sie uns mal. Die schaut gut aus. Sie schaut gut aus. Ja, also das war nicht so einfach. Das war, kam alles so zu ich habe also einen Boden verloren und dann habe ich mehrere Bekanntschaften gehabt und alles. Und zwei Jahre bevor ich meine Frau kennengelernt habe, ich endgültig gesagt, jetzt kommt man keinem mehr ins Haus. Weil die letzte hat mir die Wohnung ausgeräumt und meine Uhren und meinen Schmuck versetzt und alles. Und ich war wirklich angenockt. Aber dann habe ich mich so einfach, sagen wir jetzt nicht jung gesehen, aber ich habe gesagt, ich will erst einmal keine Konfrontation, ich will ja niemanden kennenlernen, ich will mit niemandem ausgehen und es bleibt dann niemand über Nacht, das kommt dann in Frage. Und da geht's Telefon, ein Freund von mir von der Firma Harley Davidson ruft mich an und sagt, du, wir haben in Wiesbaden eine große Party mit Dennis Hopper und mit Peter Fonda und wir würden dich gerne einladen. Haben gedacht, gut, tolle Ablenkung. Ich sage, ja, ich bin da. Ich habe mich auf mein Motorrad gesetzt, bin also nach Wiesbaden gefahren, gehe auf diese Party, das war stinklangweilig. Der Peter Fonda steht beim Wasser, der Hopper steht beim Wasser, alle stehen beim Wasser. Ich sage, was ist denn da los hier? Und ich habe erfahren, dass im selben Gebäude nebenan ist meine jetzige Frau, die ist Malerin und die hat dort eine Vernissage. Und dort ist also eine Party. Und denke mir, gehe ich darüber. Und da war auch der Innenminister von Hessen war auch da und alles. Und ich fahre mit Chopper vor, Hawaii-Hemd, Lederjacke, Mütze. Und kommt da und da steht der draußen, der Innenminister. Ich habe gar nicht gewusst, wie das ist. Also das von Hessen. Also man sonst da. Und dann sagt er, darf ich mal auf die Maschine setzen? Sag ich, ja, hock dich drauf. Sag ich, ja. Und erst später habe ich dann erfahren, dass das der Herr Minister ist. Also ich bin da reingegangen, auf einmal steht meine Frau vor mir. Und dann sagt sie, herzlich willkommen zu meiner Vernissagenfeier. Und das war wie, ich habe meinen Vater immer gebeten, sage, du, Daddy, hilf mir, ich brauche jemanden an meiner Seite. Und
dann steht die da und das war's. Wir haben gedacht, toll. Sie haben dann auch geheiratet, aber mit Ihrer Familie war es nicht einfach. Sie haben ja über dieses Verhältnis zu Ihrem Bruder schon geredet. Jetzt war der Vater nicht mehr da. Ja, ist vielleicht auch das Verhältnis zur Mutter ein etwas anderes. Die beiden waren nicht bei Ihrer Hochzeit. Das ist ja schon was Einschneidendes. Warum nicht? Und was hat das für Sie bedeutet? Meine Mama, die war sehr rigide. Also die hat also, wenn die etwas gesagt hat, das war wie jetzt, wenn du es in Stein meißelst. Und immer wenn ich Bekanntschaften hatte, die nicht so ernst waren, war das alles kein Problem. Wenn aber dann wirklich mal jemand an meiner Seite war, das war dreimal eigentlich, bis ich dann die Jamila geheiratet habe, gab es immer Ärger. Also auch Anfeindungen und ein bisschen das Ganze ein bisschen runtermachen und so. Und so war es halt leider auch bei der Jamila. Wir sind ja Christen, meine Frau, die ist eine Muslime, Vater ist Moslem. Und da hat es geheißen, ja, du wirst wahrscheinlich kirchlich heiraten. Sag ich, weiß ich noch nicht. Sag ich, ja, aber ja nicht, du wirst doch kein Moslem werden. Sag ich, Mama, ich kann das nicht sagen. Also, das ist meine Hochzeit, ich muss jetzt erst einmal. Und dann waren diese Querelen am Anfang. Dann sitze ich mit meiner Frau beieinander und wir reden so. Und da geht's Telefon. Ein Freund von mir aus Südtirol, der Todd Gickling, wohnt mitten im Indianergebiet, also im Pine Ridge Reservation und sowas. Und der ist mit einer Full-Blooded Sioux, mit einer Sioux, wie der Karl May sagen würde, Indianerin, ist der verheiratet. Und wir reden so und reden so. Und da fangen wir, denke ich mal, so einmal, um niemand auf die Füße zu treten, heirat doch einfach indianisch. Und dann sage ich, Todd, ist das möglich, dass ich also nach Sioux Ceremony heirate? Sagt er, du, muss ich mal checken. Also, und dann hat er das gecheckt und das war dann auch so. Und dann habe ich das eigentlich freudig habe ich das eigentlich auch meiner Mama und meinem Bruder gesagt. Und ja, dann gab es sofort Veto und alles. Und ja, und das ist doch nichts und das ist das und das ist das. Sag ich, Leidl ist doch meine Hochzeit. Sag ich, ist doch meine Hochzeit und du bist meine Mama und du bist mein Bruder. Sag ich, will ich doch dabei und was soll denn das? Und es ging halt immer so hin und her, bis es dann einmal wirklich, ich habe gesagt, ich buche jetzt die Flüge und kann man immer noch. Und dann hat meine Mama gesagt, nein, es kommt nicht in Frage. Ich mache das nicht und aus was für einem Grund auch immer. Und der Dieter war halt ja, unter ihrem Kuratel mehr oder weniger und hat dann auch abgesagt. Und es war nicht schön. Ich heirate nur einmal, ich wollte immer nach dem Modell meiner Eltern, also die haben sich geliebt wirklich, bis mein Vater gestorben ist und auch darüber hinaus. Und genauso wollte ich es auch haben. Aber ich habe meine Mutti nicht, die ist wieder im Sternzeichen, mein Bruder ist wieder im Sternzeichen und da geht gar nichts. Also das, und ich habe es nicht geschafft einfach. Das ist. Ist Ihr Bruder verheiratet? Mein Bruder war verheiratet, ist aber geschieden. Mir geht so gerade durch den Kopf, dass Mutter und ihre Mutter und ihr Bruder da eine ganz enge Bindung hatten. Enge, ne? Also genau. Die hat den sehr so, ja, also vereinnahmt auch, oder? Das ging ja auch weiter dann, weil genau das, was Sie sagen, beide sind ja dann auch zusammen in der Presse gewesen. Da gab es viele Artikel, auch mit dem Vorwurf, sie würden sich um ihre Mutter nicht kümmern. Es gab auch Zitate, Wolfgang lässt Mutter vor die Hunde gehen, er ist ein undankbarer Hund. Was haben Sie damals gedacht, als das plötzlich, wenn sowas öffentlich wird, ist ja noch mal eine andere Dimension, als wenn man sich so privat streitet. Was haben Sie damals gedacht? Ich habe nur geweint die ganze Zeit, weil es nicht stimmt. Ich habe meine Familie noch nie hängen lassen. Weder in meiner Lehrzeit habe ich, wenn ich mein Lehrgeld bekommen habe, dann habe ich das verwendet für Weihnachtsgeschenke. Das kommt mir gar nicht in den Sinn, weil ich das ja vom Papa nie so vorgelebt bekommen habe. Also die Family ist alles und das hat mir halt sehr wehgetan. Das hat mich nicht verletzt, aber es hat mir einfach wehgetan, dass meine Familie auf mich losgeht. Und aus was für Gründen auch immer. Aber ich gehe an keine Zeitung, ich rede schon gar nicht mit der Bild-Zeitung über meine Familie. Das kommt gar nicht in Frage. Mit so einem schwindligen Redakteur, der nichts anderes im Schädel hat, als mich zu degradieren oder meine Familie auseinanderzunehmen, kommt gar nicht in Frage.
Und wir haben da leider zwei Redakteure gehabt, einen von dieser Bildseite und einen von einer Yellow Press. Und die haben sich das Vertrauen von meinem Bruder und von meiner Mutter erschlichen. Auch, ich glaube, dass auch Geld geflossen ist. Aber ich habe gesagt, sag ich du, und wenn ihr sagt, ich bin, was weiß ich, ich werde nie gegen meine Familie aussagen, kommt in Frage. Als es dann richtig eng wurde, habe ich meinen Anwalt eingeschaltet und dann war Ruhe. Und das waren halt, das waren sehr schlimme Jahre und ich bin immer wieder hin zur Mama, weil die Mama, die war wirklich schlecht beieinander und Jamila war auch mit dabei, wir haben die Wohnung sauber gemacht und alles hier und her. Aber es, die Mutti war jemand, wie gesagt, die hat den Dieter, der Dieter war meiner Meinung nach der zu beschützen der wäre. Den hat er einfach gedeckt. Aber es gab ja Situationen, da waren Sie auch schwach. Sie hatten einen Motorradunfall 2003. Da waren Sie wirklich ja am Boden. Es war sogar kurz davon die Rede, dass Sie möglicherweise ein Bein verlieren. Waren die beiden denn da, nee, in dieser Situation da? Auch nicht. Aber wieso das nicht? Haben Sie angerufen? War irgendwas da? Wie weit kann sowas gehen? Weil ich finde, wenn jemand krank ist, ist es ja schon noch mal was anderes. Mama, die war ja schon bettlägerig, die hat wie gesagt, einen Schlaganfall gehabt und alles. Und die hat gemeint, ja, der Transport und sowas hätte ich alles für sie zur Verfügung gestellt. Aber ich habe das nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das auch von meinem Bruder nicht verstanden. Ich rechne da auch nicht auf oder irgend sowas, sondern es war ja dann auch jahrelang Funkstille. War das denn dann für Sie, wenn da gar kein Kontakt mehr ist, war das sowas wie, ich denke auch nicht mehr dran? Oder war in Ihnen immer noch die Hoffnung, Mensch, vielleicht kommen wir wieder zusammen? Ich habe mich erst einmal um mich selber kümmern müssen. Also, weil ich war wirklich, man wollte den Unterschenkel amputieren. Ich habe wirklich sehr schlecht ausgeschaut. Ich habe Muskelschwund gehabt und mir ging es nicht gut. Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt in meinem Beruf wieder weitermachen möchte, dann muss ich schauen, dass ich wieder auf die Beine komme. Mhm. Und dann habe ich alles daran gesetzt, alles mir zu Hilfe genommen, dass ich wieder gesunde. Habe ich auch dann auch geschafft und es vergingen Jahre, also bis ich wieder auch vom Kopf her wieder einigermaßen klar war und wieder arbeiten konnte, ist dann fast 5 Jahre vergangen. Ist es auch gut, dann irgendwann auch zu sagen, jetzt denke ich mal an mich, also nicht immer? Ja, unbedingt. Also Funkstille ist ja auch ein gutes Wort, weil es kommt ja aus der Seefahrt. Ne? Also man soll ja dann, alle Schiffe sind still, damit man den Notruf sozusagen hört von dem Schiff, was in Schwierigkeiten geraten ist. Und wenn man selber als Mensch in Schwierigkeiten gerät, dann ist oft eine Funkstille ein Schutz. Also man muss sich schützen, weil ich höre es ja jetzt sogar in Ihrer Stimme jetzt noch, es ist eine riesige Enttäuschung, wenn die Familie nicht an der Seite steht, wenn man immer wieder zurückgewiesen und sich ausgegrenzt fühlt. Und dann kann so eine Funkstille oder ein Kontaktabbruch oder wie auch immer man das nennt, ja, ein zur Besinnung bringen, was will ich, wo will ich hin, was ist mit meinem Leben. Und das ist ein Schutz. Wie hat sich diese Stille denn dann aufgelöst? Wer hat denn da den ersten Schritt gemacht? Ich habe einfach immer wirklich, ich habe es mir gewünscht. Ich habe mit meiner Frau, die auch Psychologie studiert hat, oft darüber geredet. Die hat mir auch sehr geholfen, also über emotionale Sperren hinwegzukommen. Sagt Wolfgang, cool down, schau, dass du wieder gesund wirst. Und dann gehen wir das Thema an und alles. Und ich war eigentlich immer gläubig und wenn du in Bayern geboren bist, bist du halt erst einmal gläubig und dann geht's weiter. Und aber ich muss echt sagen, dass ich habe immer wieder gebetet, beim Motorradfahren und als mein Vater gestorben ist und ich bin mit dem Chopper durch die Wüste, sage ich, Daddy, schau her, toll und so. Und genauso habe ich gebetet, sage ich, gib mir meinen Bruder wieder. Ich will meinen Bruder wieder haben, aber ich war beim Seelsorger, ich war beim Papst, ich war überall und ich war bei meinem Schamanen in Tombstone, Arizona. Sag ich, was kann ich denn machen, dass dieser Spalt wieder geschlossen wird? Und dann jeder hat gesagt, nicht du, er muss kommen. Wenn er nicht bereit ist, mit dir sich wieder zu vertragen oder mit dir wieder zu reden, vorher geht nichts. Und es kam so, also vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, an meinem Geburtstag, 9. Dezember, auf einmal kommt eine Karte. Lieber Bruder, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich habe von meinem Bruder noch nie eine Karte gekriegt. Und dann
zwei Stunden später kam dann auch ein Anruf. Und das war, und ich habe ihn wieder. Ich habe ihn wieder. Wir sind, und er, meine Mama ist ja auch vor 7 Jahren gestorben. Und anscheinend war das auch für ihn eine Befreiung. Das ist auf einmal, geht es bei ihm um ganz andere Dinge. Und er hat ganz eine tolle Ausstrahlung und ist also auch frei. Und das, und ich fahre vorbei, in Neubiberg ist er in einer Unterbringung und jetzt ist er natürlich ganz schlecht mit Corona, kann ich nicht reingehen, aber er kommt dann mit dem Rollstuhl raus, ich bin im Auto und dann reden wir halt einfach so von da bis da, sage ich, wie schaut's aus, alles klar und alles hier und her. Und das, manchmal muss man einfach warten und auch vielleicht diese schweren Dinge ertragen. Also Mama kommt nicht zur Hochzeit, Mama kommt nicht an mir ins Krankenbett. Jeder ist gekommen, jeder kam. Also, und ich war da gelegen, also wirklich halb tot und aufgedunsen von dem ganzen Cortison und alles. Und mein Bruder und meine Mutter kommen nicht. Aber ich habe gesagt, okay, gut, das ist dann auch wieder eine Hürde, die ich nehmen muss. Und alles ist vorbei. Also seit 3 Jahren ist das wieder super und ja, es geht weiter. Und haben Sie denn, weil Sie sagen, Ihre Mutter ist verstorben, hatten Sie denn da auch noch mal einen Kontakt? Klar, sicher. Mhm. Es ist, war eine Beerdigung und alles. Und, aber was nützt es, wenn man darüber redet oder das vielleicht hinterfragt, ja, und sowas? Was soll dann das Gegenüber sagen? Also du, ich habe das verkehrt gemacht, mhm, hat mich alles nicht interessiert. Das es geht nach vorne und nicht nach hinten. Also, und wie wichtig ist es, dass heute nichts mehr zwischen Ihnen steht? Ja, genau. Das ist, Mama, die war halt, ich habe eigentlich alles meinen Eltern zu verdanken, ob das Erziehung ist, ob das Disziplin ist. Wir haben nie gehungert zu Hause. Wir haben immer gute Klamotten gehabt zum Anziehen, auch wenn es grau war. Also, egal. Aber ist das jetzt wieder so ein bisschen das Gefühl, so wie Sie es beschreiben, Sie haben Ihren Bruder wieder, es ist wieder da, ja, Sie haben ihn zurück, so ein bisschen wieder, als wären Sie wieder in dem Zustand wie in dem Freibad. Ja, und es ist wieder in der Reihe, so ein bisschen das, so? Ja, aber man weiß ja nie, aus was für einem Grund Eltern irgendetwas tun. Also, weil Kinder werden ja wie die Eltern. Und was weiß ich, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Und die haben ja sehr viel mitgemacht im Krieg, in der Gefangenschaft und alles. Und deswegen urteile ich nicht. Ich würde nie über meinen Vater oder meine Mutter urteilen. Also das, klar, geht mir mal, ist mir mal was auf den Geist gegangen oder wenn ich nicht ausgehen durfte, dann waren das für mich die schlechtesten Eltern der Welt. Aber das ist halt einfach menschlich, die beschützen dich. Und alles, was ich eigentlich so habe, und je älter ich werde, desto mehr merke ich meinen Vater in mir, meine Mutter in mir. Also das, und das sind eigentlich schöne Sachen. Und dann und mein Bruder ist mein Bruder und der bleibt es, bis wir irgendwann mal hier Gas geben müssen und die Erde verlassen. Und deswegen bin ich für ihn da. Ob ich jetzt der Stärkere bin, kann ich nicht sagen, aber ich bin sein Bruder. Schön, dass Sie sich wiedergefunden haben und vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, das zeigt, was es einem gibt, als Familie zusammenzuhalten, so wie Sie das auch beschreiben. Und auch, dass man sieht, wie nah Ihnen das alles geht. Wir kommen jetzt zu einer Familie, die vor 100 Jahren gar kein Aufsehen erregt hätte. Heute ist das ein bisschen anders, denn heute gibt es nicht mehr so viele Großfamilien mit 10 Kindern. Heute ist die Mutter bei uns und die Tochter und eine der Töchter, muss ich dazu sagen. Und ich begrüße sehr herzlich Andrea und Thea Leintaler. Hallo. Wie alt ist denn der oder die Älteste und wie jung sind die Jüngsten? Der Älteste ist 25 und der Jüngste ist 6 geworden gerade. Okay, also das ist schon eine Zeitspanne dazwischen. 20 Jahre, genau. Wie ist denn der Zusammenhalt? Wie würden Sie das beschreiben in Ihrer Familie? Der ist ziemlich intensiv bei uns, glaube ich. Ja? Also wir halten, ja, die halten alle sehr, sehr zusammen. Würden Sie das so bestätigen, was die Mama sagt? Ja. Ja. Und wie ist das für Sie, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen? Es ist sehr schön. Also ich kenne es ja nicht anders, deswegen kann ich nicht sagen, wie es ist, wenn man mit einem Geschwister nur aufwächst. Aber ich bin sehr froh, dass ich mit so vielen Geschwistern aufwachsen durfte. Ich muss dazu sagen, ich sitze hier auch vor 2 Müttern. Ja? Sie sind mit 14 schwanger geworden, ja, haben jetzt einen Sohn. Da sitzt also auch eine Großmutter vor mir. Gratulation erst einmal von uns.
Darauf kommen wir aber gleich noch. Beschreiben Sie uns doch erst einmal, wie Sie so leben. Sie leben auf einem Hof. Ist der abgelegen, dieser Hof? Wie groß ist er? Holen Sie uns mal so ein bisschen dorthin in Ihre Heimat. Also das ist ein 300 Jahre altes Haus, altes Holzhaus. Und das ist so ein bisschen außerhalb vom eigentlichen Dorf in einem Weiler mit 10 Häusern. Und ja, es ist ein ziemlich großes Haus, was wir so Stück für Stück mit 2 Kindern damals haben wir das gekauft und haben das Stück für Stück in Eigenregie wohnbar gemacht, ausgebaut und belebt. Welche Tiere gibt es so auf dem Hof? Wir haben Schafe, Pferde, ganz viel Geflügel, verschiedenes und dann noch Meerschweinchen, Fische, Hunde, alles Mögliche. Und Katze. Ja, geht es denn auch so ein bisschen auch in Richtung Selbstversorgung? Also, dass Sie auch ja, Dinge für sich dann einfach auch erzeugen? Ja, auf alle Fälle. Ja. Also alles, was wir so für uns da oben gut erzeugen können. Also der Hof liegt auf 1000 Meter knapp, ist also vom Klima her nicht ganz so prädestiniert für großen Gemüseanbau oder so. Aber ja, wir haben eigenes Lammfleisch und die Wolle tun wir manchmal ein bisschen selber verarbeiten. Mhm. Von den Geflügel natürlich Eier und wir schlachten auch Hühner, Enten, Gänse, alles, was es so gibt. Und wie ist das so vom Familienleben? Also wie viele Kinder haben zum Beispiel ein eigenes Zimmer? Wie läuft das? Also im Moment haben alle größeren ein Zimmer, eigenes, weil die ganz Großen ja schon, also 3 sind ja schon ausgezogen, die sind beim Studieren und die kommen dann immer wieder gern zurück. Und da ist ein Zimmer, was so ein bisschen variabel ist als Gästezimmer oder Ausweiche. Und die 2 Kleinsten, die sind noch mit bei uns im Schlafzimmer. Und der Enkel, der Kleine, auch öfter, der schlupft gerne so in dieses Gewusel mit rein und wächst ja eigentlich so ein Stück weit wie unter Geschwistern auf. Sie sagen ja auch, alle 10 sind Wunschkinder. Ja. War das denn immer schon so in Ihrem Kopf oder hat sich das einfach so nach und nach so entwickelt? Gar nicht. Also Kinder schon, aber dass das jetzt, wie viele das werden sollen oder so, überhaupt nicht. Nee, das hat sich so mit der Zeit ergeben, dass immer noch eins dazu schön gewesen wäre, gepasst hätte und sich dann auch eingefunden hat. Und bei Ihrem Mann so ähnlich, ja? Ja, wir passen da ziemlich gut zusammen in unseren Vorstellungen. Schon mal gut zu hören. Ja. Sie sind ja studierte Agrarwissenschaftlerin. Wie ist denn so Ihre Aufteilung jetzt? Also was macht Ihr Mann? Was machen Sie? Was machen vielleicht auch die Kinder? Also mein Mann geht ganz normal in die Erwerbsarbeit, 40 Stunden oder so. Mhm. Und ich bin zu Hause und für Kinder, Haus und Hof zuständig. Und die, so für die Alltagsdinge in Haus und Hof und alles, was so zusätzlich anfällt, das erledigen wir eigentlich zusammen, also mit meinem Mann, mit den Kindern, da hat jeder so seine Vorlieben, was er gerne macht und wo er gerne mithilft. Packen Sie dann noch mal so mit an? Ganz wie im Haushalt. Ja, ich koche ganz viel mit oder helfe beim Aufräumen mit. Haben Sie denn auch noch so, also gerade als Mutter, wenn Sie sagen, Haus, Hof, das ist ja eine Menge, haben Sie auch so Zeit für sich? Also Zeit für ein Hobby, Zeit mal rauszugehen, Freunde zu haben außerhalb der Familie? Also mein Leben ist ja so ein Stück weit mein Hobby, weil so wie ich lebe, wollte ich halt schon immer leben und dass wir die vielen Tiere haben, das machen wir, weil wir das alle gerne mögen und das ist schon ganz arg, kommt das von meiner Seite. Also die anderen genießen das alle mit, aber ich bin, glaube ich, die treibende Kraft mit denen. Ich habe die Tiere nicht wegen die Kinder, sondern ich habe die Tiere, weil ich sie gerne mag und die Kinder genießen das, dass wir so viele Tiere haben. Wie wurde das denn im Dorf gesehen? Also Sie sind eingezogen, so habe ich das gerade verstanden, hatten Sie 2 Kinder. Ich war mit dem dritten schwanger. Genau, und dann kommt noch eins, dann kommt noch eins, dann kommt noch eins, dann kommt noch eins. Ja. Wie haben die darauf reagiert? Naja, das dritte war noch so normal, das vierte, huch. Und ab dem fünften ist schon, glaube ich, ziemlich viel Gerede losgegangen. Jetzt ist sie schon wieder schwanger und wie viele Kinder haben die eigentlich? Und ja gut, auch mal haben die keine anderen Hobbys oder solche Dinge. Also kamen schon auch so Sprüche, ja? Ja, wobei die mehr so meistens um die Ecke an uns rangetragen wurden. So direkt konfrontiert, ab und zu mal. Eher, wenn man mal in die Stadt oder unterwegs war. Im Dorf wird es eher so ein bisschen hintenrum subtil gelöst. Und es gibt aber auch Leute, die begeistert sind, vor allem Leute, die zu uns kommen und uns kennenlernen, die merken, was das für ein reiches Leben ist. Wie ist es denn, wenn Sie im Dorf unterwegs waren? Ich meine, manchmal muss man ja nichts sagen, dann reichen ja auch Blicke, ja, dass Leute irgendwie
gucken oder glotzen. Haben Sie sowas wahrgenommen? Also dieses Durchzählen ist was ganz Klassisches. Ja. Und mir ist immer so aufgefallen, hier in Deutschland wurde durchgezählt mit eher so einem skeptischen Blick. Und wir sind mit 5 oder 6 Kindern, dann haben wir angefangen, einmal eine Woche im Jahr nach Italien zu fahren. Und da war die Reaktion ganz anders. Ah, molto bambini. Die waren also immer so richtig von Anfang an erfreut, die Leute, die reagiert haben auf unsere vielen Kinder. Jetzt ist es ja so, es gibt ja ganz viele Familienmodelle im Moment. Inwiefern gehört die Großfamilie noch oder vielleicht auch wieder dazu? Naja, ich habe gerade überlegt, es gibt ja schon auch inzwischen wieder andere Großfamilien, also wo man nicht unbedingt miteinander verwandt ist, also wo sich zum Beispiel 2 Freundinnen zusammentun, die 3 Kinder haben, und dann ist es prompt auch gleich wieder eine große Familie. Oder ich erlebe es in meiner Praxis, so Patchwork-Familien, die können zum Beispiel sehr, sehr, sehr groß werden und mit vielen Großeltern und so weiter. Also es gibt eine neue Form von Großfamilie. Aber was in unseren Köpfen natürlich immer noch ist, und das ist sicherlich auch eine Generationenfrage, also ich denke, mit der Pille hat sich so einiges verändert, was Familienplanung angeht, haben sich die Rollen in den Familien, in den Partnerschaften verändert. Frauen haben überlegt, will ich jetzt wirklich ein Kind haben? Ich kann es steuern, ich kann es kontrollieren. Und das war eine Phase, wo eben die Familien geschrumpft sind, also wo auch die Leute weniger Kinder gekriegt haben. Und jetzt öffnet sich das wieder irgendwie, weil die Familienformen viel diverser werden, viel unterschiedlicher werden. Und das ist im Grunde schon eine schöne Entwicklung. Wie kommen Sie denn finanziell hin? Ja, ist nicht ganz so leicht. Man muss schon ein bisschen geschickt agieren, sag ich mal. Ja, wir kriegen ja auch ein paar Sozialleistungen, wobei das mühsam ist, das rauszufinden, was einem da so zusteht. Und ja, dann können wir auch mit relativ wenig auskommen, weil wir natürlich da schon auf unserem Hof da oben schon ein privilegiertes Leben haben, dass wir einfach eine total schöne Freizeitlandschaft um uns rum haben und mit dem, was so um uns rum ist, auch ganz gut zufrieden sein. In welchen Situationen kommen Sie mal an Grenzen, an Punkte, wo Sie sagen, huch, jetzt wird es für mich auch schwer? Ja, einfach Alltagssituationen, wo es anstrengend ist. Wenn ich die Kinder holen, fahren, wir wohnen außerhalb, gibt es keine gute Busverbindung. Diese Dinge von außen, die Kinder, wo Unterschiedliches abholen, dann der Kleinste schreit, der Nachbar ruft an, die Schafe sind abgehauen. Oder wenn halt so Dinge zusammenkommen, die du gar nicht alle gleichzeitig unter einen Hut bringen kannst, dann ist klar. Kommen wir noch mal zu Ihnen, Thea. Sie sind, wie gesagt, schwanger geworden, da waren Sie 14. Ja. Wie war dieser Moment für Sie, als Sie auf einmal wussten, oh, ja klar, es ist soweit, ich bin tatsächlich schwanger? Natürlich war es erstmal ein Schock und man denkt sich so, okay, was mache ich jetzt und wie soll es weitergehen? Macht sich sehr viele Gedanken und stellt sich 1000 Fragen. Was so für Fragen? Also ja, erstmal natürlich, okay, wie will ich damit umgehen? Und was bei mir eine ganz große Rolle gespielt hat, auch, okay, was denken die anderen von mir? Also mein Freundeskreis, auch meine Familie. Mhm. Ja. Wem haben Sie es denn in der Familie zuerst gesagt? Meine Mama. Mhm. Und wie hat die Mama reagiert? es war eher positiv. Sie hat gleich gesagt, ja, wir schaffen das zusammen und das ist überhaupt gar kein Problem. Und hat auch gleich eine befreundete Hebamme angerufen und die nach Rat gefragt. Also die war da sehr unterstützend, hat mir sehr geholfen. Wie haben Sie das empfunden, als Sie auf einmal, was haben Sie gedacht, als Sie auf einmal diese Nachricht bekamen? Upsi. Upsi. Ja, neue Aufgabe. Also ich bin von meiner Grundeinstellung her, dass ich Kinder grundsätzlich als Geschenk erachte. Und ich bin ja schon Oma, ich habe ja schon einen bisschen älteren Enkel. Mein Sohn war damals 20, wie die das Kind bekommen haben. Und ich weiß, man kann auch mit Kind relativ jung ganz gut seinen Weg gehen und mit familiärer Unterstützung sowieso. Und mir war von Anfang an klar, ich will das leisten und ich werde es auch schaffen mit allen anderen zusammen, dass wir die Thea so unterstützen, dass wir das Kind in unserer Mitte großziehen. Wie war das für Ihren Freund? Ich glaube, der ist gleichaltrig so ungefähr. Ja, genau. Wie war das für ihn? Für den war das viel schwieriger als für mich, weil seine Familie da nicht so dahinter gestanden ist wie bei mir.
Aber wir haben das zusammen ganz gut geschafft, würde ich sagen. Sie waren damals, glaube ich, auch auf einer katholischen Mädchenrealschule. Ja. Sie lachen schon. Was kam da für Reaktionen? Also auf der Realschule ging es mir gar nicht gut mit dem Thema. Die sind da sehr schlecht damit umgegangen. Ich habe mich da nicht unterstützt gefühlt und habe mich da ziemlich allein gefühlt, was das angeht. Und Freundinnen und Freunde, wie waren die? Die waren da anders, die waren da, die haben das sehr positiv aufgenommen alle und haben gleich gemeint, ja, das schaffst du auf jeden Fall. Also die haben mich da von Anfang an unterstützt. Wer hat denn den Namen ausgesucht? Man muss dazu sagen, er heißt Theo, ne? Durfte ich sagen, hoffe ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Liegt ja relativ nah bei Thea. Ja. wir haben das zusammen ausgesucht, also wir haben ganz lange überlegt und wir hatten am Schluss dann noch Anton und Theo als Auswahl quasi. Mhm. Und ich glaube, eine Stunde vor Geburt wurde dann entschieden, dass er Theo heißt. Und wie ist er? Wie alt ist er jetzt? Und schläft er? Wie würden Sie das beschreiben? Schläft er durch? Er wird im Januar 2. Und ja, also er war schon immer ein relativ unkompliziertes Kind. Natürlich schläft er jetzt noch nicht durch, aber es ist so, dass er unter der Schulzeit ganz oft bei der Mama unten schläft. Das heißt, dass ich ganz gut durchschlafen kann, dass ich in der Früh fit bin. Aber ich denke, das geht immer ganz gut. Wir sind jetzt auch auf dem Gymnasium, also das geht da offensichtlich auch besser jetzt. Auf jeden Fall, ja. Und würden Sie sagen, Sie sind in die Mutterrolle auch schon so hineingewachsen oder sind Sie noch dabei? Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist ja das, dass ich relativ kleine Geschwister noch hatte. Das heißt, ich habe das alles noch gekannt, das mit dem Wickeln und wie man mit kleinen Babys umgeht und so. Das heißt, ich habe da schon relativ gute Erfahrung gehabt, würde ich sagen. Aber ich bin auf jeden Fall dann reingewachsen, ja. Und wurde ja auch ganz gut unterstützt von allen. Und der Vater, Sie haben ja gesagt, es war schwieriger, aber ist er noch da? Also Und sieht er das Kind? Findet er auch so langsam rein? Oder? Ja, der kommt regelmäßig und passt auch auf ihn auf, ja. Schön. Irgendwann ist es ja soweit, für alle Eltern meistens, dass die Kinder mal aus dem Haus sind. Können Sie sich diese Stille, die ja für viele Eltern schon schwierig ist, überhaupt vorstellen, dass auf einmal da keiner mehr rumläuft? Ich glaube, das trifft bei uns nicht ein, weil bis die Kleinsten aus dem Haus sind, füllt sich das Haus vermutlich wieder mit den Größeren und ihren Kindern. Und ich glaube, dass wir unser Leben lang gesegnet mit Leben um uns herum sind. Hoffe ich zumindest. Und ich habe den Eindruck, das ist etwas, was Sie auch ausfüllt und worauf Sie sich schon freuen. Ja, auf alle Fälle. Das ist ja wunderschön. Dann freuen wir uns mit Ihnen. Mit Ihnen beiden. Wünschen Ihnen alles Gute und Theo natürlich auch. Vielen Dank. Frau Nuber, wie sehr prägt uns eigentlich die Familie, ob wir wollen oder nicht? Ja, sie prägt uns sehr, würde ich sagen. Also in vielerlei Hinsicht. Also die Familie ist im Grunde, sie vermittelt uns so viel. Sie vermittelt uns, was wir wissen wollen, müssen von der Welt. Sie gibt uns unser Selbstbewusstsein oder sie verhindert, dass wir selbstbewusst werden. Sie vermittelt uns ein Selbstbild, was vielleicht stark und positiv ist, mit dem wir gut in die Welt gehen können. Oder sie vermittelt uns ein Selbstbild, was uns schwach macht, was uns schwächt, was uns zweifeln lässt, was uns eher stolpern lässt. Also sie ist unendlich mächtig, weil wir die Eltern sind, die Vorbilder für so vieles. Zum Beispiel die Beziehung der Eltern ist so der Prototyp für unsere späteren Beziehungen. Wir gucken da, wie geht Beziehung, wie geht Liebe. Wenn wir Glück haben, lernen wir was Wunderbares. Das ist eine schöne Liebesgeschichte. Wenn wir Pech haben, kriegen wir eher Probleme mit und schleppen die dann vielleicht in unserem Rucksack mit. Also ich könnte da schon ewig drüber reden, was die Familie alles tut. Ist denn überhaupt die ideale Familie? Nein. Nee. Nein. Also es gibt schöne Familien, es gibt gute Familien, aber ideal, glaube ich, ist keine. Es gibt in jeder Familie Stolpersteine, es gibt in jeder Familie Defizite, die nicht gewollt sind, die von niemandem gewollt sind, aber die vielleicht, also wir haben es ja da gesehen, die vielleicht ein Kind fördern und das andere ein bisschen nachlässiger behandeln, ohne dass sie es wollen. Mhm. Der eine muss mehr kämpfen, die andere weniger. Also ich will da gar nicht so pessimistisch sein. Ich glaube, wir sind alle nicht perfekt und insofern sind es auch Familien nicht. Herr Porst, Ihr Großvater war der Gründer von Foto Porst und war damit jahrzehntelang auch einer der reichsten
Menschen in Deutschland. Waren Sie als Kind stolz, so in dieser Dynastie, in dieser Familie ein Teil zu sein? Wie Bolle. Wie Bolle. Ja. Der war ein Genie und ein Sonnenkönig. Menschenfänger, sagt man, glaube ich, heute. Mhm. Haben Sie sich gegenseitig gemocht? Ich glaube, er hat mich gemocht. Ja? Aber ich muss jetzt sagen, nach dem ganzen Glück hier, kommt mir vor, ich möchte am liebsten gehen. Mhm. Weil bei mir ist genau das Gegenteil. Wir entwickeln das ja und genau deswegen sind Sie hier, weil es ganz unterschiedliche Erfahrungen gibt und manchmal liegen Glück und das Unglücklichsein ja nah beieinander. Vielleicht fangen wir erstmal an. Ich war so neidisch. Ja? Auf was? Auf ihn. Weil er seinen Bruder wiedergefunden hat? Nee, weil er zur Familie gehabt hat. Letztendlich. Also so ein Vater. Mhm. Bombe. Kommen wir doch zu Ihrer Familie. Mhm. Es ist eine Familiengeschichte über drei Generationen, die wir eigentlich erzählen müssen. Erinnert mich so ein bisschen an die Buddenbrooks, denn teilweise geht es da auch um eine Familie und zumindest ihren finanziellen Verfall. Aber steigen wir einfach dort ein, wo es losging, ja, mhm. Beim stolzen Beginn. Nürnberg 1919. Hans Paust kehrt mit 23 Jahren aus dem Ersten Weltkrieg zurück und macht seine Leidenschaft zum Beruf. Er eröffnet in Nürnberg einen Fotoladen mit nur 1200 Mark Startkapital. Davon war noch die Hälfte gepumpt. 1925 führt er einen Versandhandel ein und macht dadurch den Luxus des Fotografierens in Deutschland erschwinglich. Foto Paust wächst rasant und wird zum größten Fotoversandhandel der Welt. Hans Paust wird damit zu einem der reichsten Deutschen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geht es weiter steil bergauf. Bald hat die Firma mehr als 1000 Mitarbeiter. Damals ist Paust einer der fortschrittlichsten Arbeitgeber. Sohn Hans-Heinz Paust steigt nach der Währungsreform mit in das Unternehmen ein und baut es gemeinsam mit seinem Vater zu einem Firmenimperium mit zeitweise mehr als 2000 Filialen aus. 1960 übergibt Hans Paust den Betrieb komplett an seinen Sohn Hans-Heinz. Dessen ältester Sohn Jonas gilt als potenzieller Nachfolger des Unternehmens. Doch schon damals hat der Kronprinz seinen völlig eigenen Kopf. Lernen wir diesen eigenen Kopf so ein bisschen kennen. Klar ist ja, als Sie aufgewachsen sind, war ganz viel Geld in der Familie. Mit 13 wurden Sie mal, ich glaube, mit einem Privatflieger in den Urlaubsort gebracht nach Capri. Erzählen Sie mal, wie lief das ab? Völlig verrückt. Ja? Völlig verrückt. Als 13-jähriger Angeber mit einem zweimotorigen Privatflugzeug nach Neapel. Mhm. Und dann mit dem Hubschrauber nach Capri. Entschuldigung, das ist zu viel. Mhm. Haben Sie denn, auf der einen Seite war also der Reichtum, war der Luxus. Wie viel Geborgenheit oder Nähe haben Sie von Ihren Eltern bekommen? Null. Null. Wie war denn Ihr Vater? Wie war Ihre Mutter? Erzählen Sie mal. Die Mutter war immer verliebt in den Mann. Erste Liebe und letzte, also das war Wahnsinn. Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen. Da ist nichts dagegen zu sagen, bloß das Bild von ihr für einen wilden Menschen mhm. wie mich war schädlich für mein Frauenbild. Mhm. Und Ihr Vater, wie war der? Der war nie zu Hause. Der war nie zu Hause. Also Sie hatten in dem Sinne keinen Vater, mhm. der greifbar war? Naja, er hat mich gegriffen. Die Mutter hat Meldung gemacht und er hat mich geprügelt. Geprügelt? Mhm. Wir hören das ja oft, ne? Auf der einen Seite ist da dieser Luxus, ist da diese privilegierte Situation, dass man von außen denkt, meine Güte, der hat doch alles, der wird da rumgeflogen. Welche Herausforderungen oder auch Probleme kann das mitbringen, dieses Leben im Luxus, wo aber irgendwo offenbar das Herz ein bisschen zu kurz kommt?
Naja, der Luxus, der macht nicht warm. Also der gibt einem keine Liebe und nicht das Gefühl, ich werde geliebt, so wie ich bin. Also ich bin halt der Sohn und das alles ist da. Aber ich habe, wie Sie sagen, der Vater ist nicht da, der sagt, Mensch, das hast du gut gemacht. Ich bin stolz, dass du diese Note hast. Oder wenn eine schlechte Note ist, auch nicht schlimm. Also du schaffst das schon. Also diese Anerkennung, da war ja keine, so wie es jetzt wahrnehmen, so eine Wertschätzung. War nicht da. Und das kann so viel Luxus, wie es nur gibt, nicht aufwiegen. Materielle Liebe ist keine Liebe. Dann ging die Schule los, da ging es eigentlich auch ganz okay los, waren aber dann auch irgendwann auf dem Internat, dann Schulwechsel, irgendwann Schulabbruch. Aber die Musik kam in ihr Leben. Und das war ja so eine Zeit, in der Musik dann auch irgendwann so ein bisschen für Rebellion stand, für ein anderes Lebensgefühl. Hat sie diese Welle auch erfasst? Ich war 63 in England, Schulflüchtling. Schulflüchtling? Na klar, ich habe das Vorabitur gar nicht mehr besucht. Und bin dann abgehauen nach England, habe dort ein Jahr verbracht und das war 63. Und das war natürlich das Jahr der Jahre. Die Beatles sind explodiert. 18 oder 20 Mal die Beatles gesehen live. Live? Ja, okay. Erste Reihe Mitte, Sind's? Noch nummerierte Sitze. Also Zeitzeuge, da sind Sie ein bisschen neidisch, oder? Ich habe mir gleich das Herz weh. Ja. Also da muss man neidisch sein. Das also die erste Single, was ich gehört habe, war I Wanna Hold Your Hand. Ja. Und dann war ich fertig. Also das ist, wenn du die dann live gesehen hast, am Anfang hast du es ja noch gehört. Ja, bevor sie dann in den USA waren und also alles niedergeschrieben wurde. In dem Kino, in dem die im August jeden Tag zweimal gespielt haben, das musst du dir mal vorstellen. Wahnsinn. Da haben die Mädchen auf der Empore kreischen dürfen. Und unten mussten sie noch sitzen bleiben. Was hat das mit Ihnen denn gemacht? Die kreischenden Mädchen? Gehirn gewaschen. Gehirn gewaschen? Ja. Inwiefern? Ich wollte da mitmachen. Und Ihre Eltern? Haben die das überhaupt mitgekriegt? Oder? Nee. Nee. Also gerade für meinen Vater war das dermaßen fremd. Also das war. Ja, das war. Negermusik. Nicht bloß das, sondern lange Haare, war Gammler, war alles. Ja, das Bild, das wir da vorhin gesehen haben, da kam ich aus England. Und da durfte ich nicht aus dem Haus bis Dienstag früh. Ich war 21. Das musst du mal überlegen. Ich durfte nicht aus dem Haus, bis ich zum Friseur konnte. Bis Sie ordentlich ausgesehen haben. Aber das waren doch keine Haare. Wir können Ihr Leben ja hier nur andeuten. Das hat so viele Etappen, da könnten wir sehr, sehr lange drüber reden. Aber irgendwann waren Sie dann auch mal wieder in der Firma, haben eine Ausbildung gemacht bei Fotopost. War das so ein Zeichen dafür, vielleicht wären Sie doch für die Nachfolge vorgesehen? Oder nee, da wurde wieder bestimmt, ich soll jetzt da in das Büro und soll irgendwas werden. Aber es war nicht richtig vorgesehen, dass ich Nachfolge werde. Hat man Ihnen das so gesagt? Ja, das hat er mal in einem seiner legendären Tobsuchtsanfälle gesagt. Was hat er da dann wörtlich gesagt? Also du wirst es nicht? Muss ich das sagen? Ja, ich sage es gern, weil es scheiße ist. Ich schenke lieber meine Firma einem fähigen Mitarbeiter als dir, bloß weil du mein Sohn bist. Sagt alles. Ihr Vater ist dann der Nachfolger geworden irgendwann Ihres Großvaters. Und dieser Mehrgenerationen-Roman wurde fortgeschrieben, allerdings nicht immer nur mit glücklichen Kapiteln. 4 Jahre nach der Unternehmensübernahme wurde Hans-Heinz Porst wegen Steuerhinterziehung zum ersten Mal verurteilt. Nach der Zahlung von über 10 Millionen D-Mark kam er jedoch wieder auf freien Fuß. 1967 folgte der nächste Paukenschlag. Der Fotomillionär wurde auf offener Straße verhaftet. Porst war Mitglied der FDP in der Bundesrepublik, gleichzeitig heimlich der SED in der DDR. Landesverräterische Beziehungen zum Spionageapparat der DDR werden ihm vorgeworfen. 1969 wurde Hans-Heinz Porst zu 33 Monaten Haft verurteilt. Die Hälfte davon saß er ab. Nach seiner Entlassung sorgte der eigenwillige Multimillionär und Marxist nicht nur unter seiner Belegschaft erneut für Aufsehen. Und mit dieser Feststellung, meine Damen und Herren, möchte ich mich
nun endgültig als Arbeitgeber von Ihnen verabschieden, nicht allerdings ohne mich gleichzeitig als Ihr zukünftiger Mitarbeiter aufs Wärmste zu empfehlen. Der Visionär Porst erhielt nur noch ein Gehalt, führte die totale Mitbestimmung ein. Alle Gewinne des Firmenimperiums wurden an die Mitarbeiter aufgeteilt. Doch nach 10 Jahren scheiterte das sozialistische Experiment. Die Mitarbeiter waren mit der Eigenverantwortung überfordert. Eine Schweizer Firma brachte zwar das Unternehmen zu neuem Erfolg, doch 2002 musste Photo Porst wegen Insolvenz endgültig seine Pforten schließen. Herr Porst, das ist ja dokumentarisches Material. Gleichzeitig sehe ich Sie ganz schwer atmen, während Sie das gesehen haben und Ihren Vater gesehen haben. Warum? Was löst das in Ihnen aus, das zu sehen? Schauerlich. Mhm. Also es ist so, heutzutage, wenn ich das sehe, damals sind wir gar nicht informiert worden. Mhm. Ich finde, er war verrückt. Mhm. Was war denn nach der... Wir lassen das mal so stehen, weil ich glaube, Familien gibt es immer mehrere Seiten. Es wird andere geben, die was anderes sagen. Aber nee. Okay, dann lassen wir das auch so stehen. Was war denn nach der Insolvenz noch da? War noch was vom Geld übrig, von dem, was Sie so jahrzehntelang ja kennengelernt haben? Ja, mein Großvater hat mir 2 Renten eingerichtet. Mhm. Und der Vater hat eigentlich alles kaputt gemacht. Mhm. Wie ging denn dann Ihr Leben weiter? Also da waren die Beatles, da war irgendwie ein Neuanfang. Mhm. Auf der anderen Seite diese eigentlich Haltlosigkeit in der Familie, Geld war jetzt noch ein bisschen was da. Wurde das so ein bisschen zur Achterbahnfahrt? Also, ja? Das ist mein Wort, ja. Ja? Was? Also es gibt auch ein Fahrgeschäft, das heißt Wilde Maus. Wilde Maus ist noch schlimmer als Achterbahn. Die fährt so vor und dann fällst du ins Leere. Wo sind Sie vorgefahren? Ich bin oft einmal gut unterwegs gewesen. Womit? Also Wohnstudio zum Beispiel. Mhm. 2 goldene mit extra breit. Also ich war manchmal ganz klar. Und dann kam irgendwie so, ja, der Absturz. Womit? Alkohol hauptsächlich. Alkohol. Mhm. Sie haben... Und Weiber. Zitat Weiber. Okay. Sie haben auch 3 Kinder aus 3 Beziehungen. Bin nicht mehr stolz drauf, ja. Waren Sie denn da zumindest im Ansatz der Vater, den Sie sich gewünscht haben? Am Anfang ja. Also einen kenne ich kaum, kannte ich kaum, jetzt kenne ich ihn gut. Das freut mich übrigens auch sehr. Aber bei einem habe ich sehr versucht, der richtige Vater zu sein mit allen Schikanen. Aber ich war dann irgendwann wieder auf der Flucht. Was ist das? Also Sie haben gesagt, man wird geprägt, auch in Beziehungen geprägt. Ist es das, was Sie da angedeutet haben? Ja, also so verwunderlich finde ich es nicht, was Sie sagen. Weil ich, wie ich vorhin auch sagte, man kriegt ja sein Selbstwertgefühl in der Kindheit. Und wenn das nicht entstehen kann, und so wie Sie es schildern, konnte es nicht entstehen. Ein überstrenger Vater, keine Liebe, Sie haben ja nicht erfahren. Ihre Mutter liebte ihren Ehemann, aber da blieb für sie auch nicht mehr so viel über. Man kriegt kein Rollenverständnis. Was ist das, ein guter Vater? Was ist das eigentlich? An wen kann ich mich da orientieren? Wenn da keine andere väterliche Figur im Leben war, dann tappt man im Nebel und wird vielleicht überschießend mit zu viel Liebe, aber irgendwie bleibt man immer unsicher. Und das wundert mich nicht, das wird schwierig, dann ein guter Vater zu sein. Und dass Sie sagen, Sie sind nicht stolz drauf, 3 Kinder aus 3 Ehen, denken, habe ich auch gedacht, ja, Sie waren wahrscheinlich immer auf der Suche nach einer Familie. Ja, ja. Und auch das haben Sie nicht gehabt. Also wie geht Familie eigentlich? Ne? Das ist schon, da sind Familien auf negative Weise sehr, sehr, sehr prägend. Du bist ein toller Hecht, wenn du 3 Kinder von 3 verschiedenen Frauen hast. Aber das sehe ich halt anders. Mhm. Aber das, was Sie sich erhofft haben, ein Zuhause, ein Ankommen. Sie haben ja gesagt, Sie waren dann gleich wieder auf der Flucht. Also ja. Das Ankommen, das Sie sich gewünscht haben, das haben Sie vermutlich nicht hingekriegt. Mhm. 2010 ist Ihr Vater verstorben. Gab es denn irgendwann noch mal, so wir haben ja gerade gesehen, es kann Funkstillen geben, es kann auch Konflikte geben.
Aber es gab ja bei Ihnen zum Beispiel eine Annäherung, ein Wiederfinden. Gab es bei Ihnen zumindest Ansätze davon oder war da gar nichts? Das Letzte, an das ich mich erinnere, war kurz vor seinem Tod. Da hat er mich wieder wegen irgendwas, Schuhe falsch gebunden oder so, angebrüllt. Also ich war ja ziemlich alt schon. Und dann habe ich gesagt, Vater, du willst mich immer noch erziehen? Und dann sagt der Tod ernst, ja. Das war so unser letztes Gespräch. Das ist nicht gut. Ich habe viel gearbeitet an der ganzen Geschichte, aber ich habe mich verabschieden müssen. Ohne, wie sagt man da? Vergebung? Ja, vergeben habe ich ihm. Okay. Das habe ich gelernt. Schamane. aber Verständigung muss man damit leben. Erstmal gut, dass Sie hier sind und so darüber reden, auch wenn es Ihnen so viel Schmerzen noch bereitet. Man muss sagen, Sie haben sich auch aus Dingen befreit. Das hört sich ja so an, da ging es nicht weiter, da ging es nicht weiter. Sie sind seit 18 Jahren trockener Alkoholiker. Muss man ausdrücklich sagen, trockener Alkoholiker. Aber immerhin, seit 18 Jahren trocken. Was gab es da für einen Punkt, der Sie dazu gebracht hat, zu sagen? Ja, eine Freundin hat mich als Alkoholiker bezeichnet und du bist natürlich keiner. Wenn du einer bist, sondern ich kann jederzeit aufhören. Und dann hat die mir einen Arzt in Nürnberg empfohlen. Ich wohne im Dorf. Und der hat mich bloß angeschaut. Augendiagnose. Er hat gesagt, Sie sterben. Und das würde der Dorfarzt nie sagen können zu seinen Patienten, weil er sonst keine mehr hätte. Die saufen alle. Aber ich habe an dem Tag aufgehört zu saufen. Und nicht einfach, ne? Wie man vielleicht weiß. Und trockener Alkoholiker ist, muss ich noch mal betonen, das habe ich erst verstanden die letzten Jahre. Ich, wenn vom Bier nur reden höre oder riech, könnte ich sofort saufen. Also das bleibt dann. Sie haben gesagt, es ging hoch, es ging runter. Sie sind heute pleite, kann man das so sagen? Ja, ich habe vor ein paar Wochen Konkurs angemeldet. Ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, nüchtern betrachtet, ich weiß nicht, wie es weitergeht, das macht mir Angst oder gibt ihm das so ein bisschen... Ich habe vor 40 Jahren mal gesagt, ich wäre erst normal, wenn ich pleite bin. Ja, dann ist ja jetzt die Zeit. Hat lang gedauert. Dann ist ja jetzt die Zeit. Sie sind auch zurück in das Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind. Stück davon weg. Ja, das haben wir vorhin, glaube ich, auch gehabt. Also irgendwie gehst du immer wieder, komischerweise, versuchst du dich nochmal anzunähern. Was ist das für ein Dorf? Wie viele Einwohner sind da? Also das, wo ich wohne, hat 300. Und das ist Heimat. Wunderschöne Gegend. Die andere Annäherung hat halt nicht mehr funktioniert. Aber damit holen Sie sich so ein bisschen so dieses Gefühl, da schließt sich ein Kreis, ich bin wieder bei mir, da wo ich herkomme. Wenn die Eltern nicht sind, dann ist es vielleicht der Ort. Ja, und das Grab ist dort. Also ich kann zu den Eltern gehen. Ist okay. Sie haben gesagt, einem ihrer Kinder sind Sie nah. Was heißt das? Oder da ist ein guter Kontakt auch richtig entstanden? Wie eng sind Sie? Also die Beziehung war so schwierig, dass ich den eigentlich nicht kaum gekannt habe. Er gar nicht. Und der hat sich jetzt mir angenähert, ja. Und ich bin so froh, weil der ist super. Kann ja nicht anders sein, aber... Also da ist ein Stück Heimat und da ist ein Stück Familie. Ja. Würden Sie denn sagen, Sie haben ja gesagt, das ist Achterbahnfahrt. Und mit Absturz und wieder hoch und runter. Hadern Sie mit dieser Fahrt oder sagen Sie, so ist mein Leben, das ist okay so? Ja, das ist die Achterbahn des Lebens, so war es halt. Und die nehmen Sie auch einfach so an? Erst jetzt. Erst jetzt. Mhm. Die Musik hat Sie geprägt? Oh ja. Welche Rolle spielt die heute? Auch das Arbeiten mit Bands und so weiter? Endlich kann ich die Band placken. Ich habe eine neue Band formiert. In Corona-Zeiten, das kann bloß ein Verrückter machen. Die heißen Franken-Allstars.
drunter machen wir es nicht. Jetzt trauen sie sich nicht mehr proben, weil sie ja alle schon etwas älter sind. Ne? Das ist blöd, aber es ist toll. Es ist toll. Was machen die für Musik? Blues, Rock. Und was sind Ihre Ziele so mit denen? Keine. Keine. Musik machen, rausgehen. Ja, die Überschrift ist, mir muss Spaß machen. Richtig Spaß. Und ich glaube, den haben Sie sich verdient. Ich wollte das nochmal nachschauen. Ich glaube, nach dem, was Sie beschreiben und nach dieser Achterbahnfahrt, haben Sie sich mit der Bluesband, mit Ihrem Sohn, zu Hause in Ihrer alten Heimat auch richtig Spaß verdient. Von dem anderen hatten Sie echt genug. Vielen Dank, Herr Borst. Patricia, kommen wir zu Ihnen. Sie haben vor 5 Jahren ein schreckliches Familiendrama erlebt, ein unvorstellbar schreckliches, muss man wirklich sagen. Sie haben 2 Brüder. Wie fangen wir da erstmal mit an? Wie haben Sie sich mit denen immer verstanden? Gehen wir mal so in die Kindheit zurück. Sehr gut. Ja? Ja. Sie und Ihr jüngerer Bruder haben dann ja auch als Erwachsene nicht weit voneinander entfernt gewohnt. Mhm. Und wie intensiv war so Ihr Kontakt immer? Tagtäglich. Sie haben dann 4 Kinder bekommen, 3 Söhne, eine Tochter. Wie würden Sie so Ihren jüngsten Sohn Roger beschreiben? Was hat er für ein Naturell gehabt schon als Kind? So? Ein faszinierend einnehmendes. Also den hatten wir gesehen und jeder war direkt bei ihm. Wie eng war so der Kontakt Ihrer Kinder zu Ihrem Bruder, zu Ihrem Jüngeren? Auch eng. Die haben ja auch tagtäglich gesehen, klar. Wie zuverlässig war Ihr Bruder? So sehr immer? Zuverlässig. Ja? Ja, eigentlich schon. Wenn er gesagt hat, ich bin da, dann war er da. Wenn er gesagt hat, kein Problem, ich helfe dir, dann hat er geholfen. Und ich gesagt habe, ich komme mit hin, kannst du die Kinder gerade aus der Schule holen? Dann ist er gefahren, hat die Kinder von der Schule geholt. Er war immer sehr zuverlässig. Dann kam das Jahr 2015, Sie waren im Urlaub und dann sind Sie zurückgekommen. Und dann wollte Ihr Bruder auch noch was mit Ihren Kindern unternehmen. Genau, der ist mit 2 von den Kindern, sind die in einer Gruppe von Arbeitskollegen nach Belgien gefahren, Anfang der Ferien, und wollten dann angeblich gegen Ende der Ferien ein Wiedersehen-Wochenende machen, wo sie dann auch die Bilder untereinander zeigen. Und, ja. Also er kam und wollte beide Kinder holen und ist aber nur mit einem Kind aus dem Haus raus. Wie ging es dann weiter? Er war weg. Und wann? Er kam auch nicht mehr wieder. Und wann hatten Sie dann wieder Kontakt zu ihm? 3 Stunden später, als er mir erzählt hat, er wäre spontan mit meinem Kind woanders hingefahren. Er hat gesagt, er käme morgen. Hab mit meiner Mama drüber geredet, mein Papa, also wir haben dann alle versucht, ihn zu erreichen, aber er hat auf keinen reagiert. Hat auch keinem Antwort gegeben, keiner wusste, wo er war. Was hat er denn dann erklärt, wenn Sie ihn dann mal erreicht hatten, was jetzt war? Und er hat nichts mehr erklärt. Er hat nur gesagt, ich komme morgen, ich komme morgen, ich komme morgen. Ist mir heute zu spät, ich fahre morgen. Wir hören vom Bruder nichts, wir hören von Ihrem Sohn nichts. Was ist da los? Das ist ja eine Frage, die man sich da stellt. Genau. Und dann? Wann ist dann was passiert? Wie ging es dann weiter? Dann kam abends um 5:30 kam dann die Kripo und hat an der Tür geklingelt. Mit der Notfallseelsorge. Die haben mir dann erstmal erzählt, dass mein Sohn nicht mehr lebt. Und dann hatten wir erstmal so 3 Minuten absolute Stille. Oder meine Mama, die hat dann sich wieder gesammelt und hat dann die erste Reaktion, klar, die waren weg und sagt, ja, schwerer Autounfall, oder? Und dann sagt sie, nein, ihr Sohn hat sich dann heute Morgen der Polizei gestellt, nachdem er dem Roger das Leben genommen hat. Es ist ja eine Sache, die man gar nicht fassen kann. Nee. Was passiert, wenn Vertrauen so dermaßen erschüttert wird? Da ist ja das, also das, was man nicht denkt, sie für nicht denkbar hält, ist passiert. Also etwas, was man nie denkt, dass es einem passieren kann. Also da zerbricht man in, was weiß ich, wie viele Stücke. 1000 oder 500.000? Ich habe sie nicht gezählt. Man zerbricht. Also, weil es ist kein Boden mehr da, auf dem man stehen kann. Jedes, alles, was sie geglaubt haben oder was sie für richtig gefunden haben, das ist weg. Also wir haben ja alle so einen Glauben an irgendwie eine gerechte Welt. Und wie kann eine Welt gerecht sein oder wie kann Gott gerecht sein, wenn der sowas zulässt? Und dieses Zerbrechen, das muss fürchterlich sein. Und dann, ja, in Einzelteile. Und man ist nicht mehr der Mensch, der sie vorher waren. Nee. Ganz sicher nicht. Nee.
Das ist unvorstellbar, wenn man das nicht erlebt hat. Ja. Ich glaube, das ist in der Tat ein wichtiger Satz, dass wir das alle gar nicht verstehen können, was das bedeutet. War das dann von dem Moment, so hart sich das anhört, irgendwie nicht mehr Ihr Bruder? Oder wie sind Sie da, was haben Sie gedacht überhaupt? Ja. Die Frage kann ich eigentlich bis heute nicht beantworten. Weil wir hatten 27 Jahre zusammen, die vollkommen in Ordnung waren. Mhm. Und dann kommt so ein Cut. Aber ist ja trotzdem immer noch mein Bruder. Ich kann es ja nicht ablegen. Also es ist eine sehr, sehr schwere Sache bis heute. Ich meine, es ist ja auch so, Sie hatten 27 gute Jahre, wie Sie sagen. Ne? Und ich finde, man muss ja auch Menschen vertrauen können. Also gerade Geschwistern müssen wir vertrauen können. Es ist auch für mich genauso, wie wenn ich über eine Ampel gehe. Ich muss darauf vertrauen können in dieser Gesellschaft, dass wenn das Auto da kommt, dass es an der Ampel stehen bleibt. Also es gibt ja bestimmte elementare Dinge, ohne die kann unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren, oder? Nee, wir brauchen dieses Grundvertrauen. Also wenn wir immer drüber nachdenken müssten, ist der Mensch an meiner Seite jetzt wirklich vertrauensselig? Das, wie Sie sagen, das Beispiel ist ja gut. Wir können nicht ständig drüber nachdenken. Und in der Familie, also man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser und so weiter. Gerade in der Familie, bei allen Zwistigkeiten, die es vielleicht ergeben mag oder auch, dass man sich mal streckenweise nicht mehr mag. Aber so ein Grundurvertrauen ist natürlich da. Aber dann... Das ist weg. Ist es weg? Das ist weg, klar. Das Urvertrauen in diese Familie, das ist weg. Ja, das ist auch nicht wiedergekommen. Mhm. Betrifft das also auch andere? Also auch den anderen Bruder und so? Und andere Menschen, selbst den Nahen, können Sie nicht mehr so richtig tief vertrauen? Ja. Wie war das für Ihre Eltern? Weil auf der einen Seite muss man sagen, Sie haben ja auch Ihr Enkelkind verloren und Sie sehen Ihr Leid und dann ist aber da der Sohn, der jetzt angeklagt ist, diese schreckliche Tat. Also wie ist das für die gewesen? Also für meinen Papa war es ganz, ganz schlimm. Mhm. Der ist da wirklich, also ich bin froh, dass ich meinen Papa seitdem nie wieder so gesehen habe und ich will ihn auch eigentlich nie wieder so sehen. Denn, Gottes Willen, nein. Das ist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, der auch immer versucht, alles im Guten zu klären und wirklich alles für jedes Kind alles tun würde, was er tun kann. Und das war für den natürlich sehr, sehr extrem. Konnten die überhaupt an sich ranlassen, was da passiert ist? Oder was ihr... Ja, mein Papa ja. Ja? Ja. Der ist da auch sehr offen mit umgegangen, von Anfang an. Und hat auch kein Geheimnis draus gemacht. Also der ist auch dann heulend über die Straße gelaufen und hat gesagt, wenn einem das passt, dann soll er sich rumdrehen, soll er gehen. Mhm. Fertig. Und Ihre Mutter? Die hat sich eher so ein bisschen abgekapselt von allem. Sie wollte da ihre Ruhe haben für sich sein. Die hat sie dann auch gekriegt. Wir haben sie dann auch in Ruhe gelassen. Wie sind die beiden denn dann mit ihrem Bruder umgegangen? Also meine Eltern unterstützen ihn weiterhin. Jetzt auch. Wo ich sage, ist okay, müssen Sie selber wissen, halte ich mich raus. Aber wie ist das für Sie? Es war wissig, mein Papa mal gesagt, ihr könnt das alles machen, aber lasst mich da raus, ich will davon nichts wissen. Die haben mir das am Anfang immer noch so miterzählt, wo ich gesagt habe, interessiert mich nicht. Ich will davon nichts wissen. Ja. Das ist ein Schutz, ne? Ja. Ja. Ist das nicht für die Eltern auch ein großer Konflikt? Auf der einen Seite sind sie natürlich bei Ihnen, davon gehe ich einfach aus, müssen sie ja sein. Auf der anderen Seite ist da ein Sohn und vielleicht, sie verurteilen natürlich diese Tat, aber vielleicht denken sie auch, mein Gott, selbst wenn er diese schreckliche Tat begangen hat, er bleibt unser Sohn. Also ist ja, es ist schon, macht mich nachdenklich, das zu hören, weil sie verstoßen ihren Sohn nicht. Also das ist ja schon mal eindrucksvoll. Ich weiß jetzt zu wenig, also ob ihr Bruder eine Entwicklung macht, die irgendwie ihre Eltern da unterstützt darin, dass sie sagen, es ist es wert, ihn zu unterstützen. Aber ich denke, dass das Kind nicht zu verstoßen ist natürlich auch ein Urtrieb vielleicht von Eltern, dass sie sagen, ja, wie Sie sagen, es ist unser Kind nach allem, trotz allem. Ich kann mir nur nicht gut vorstellen, wie Sie diesen, ist ein Konflikt, also Sie sollten ja auch auf Ihrer Seite sein, Ihre Eltern. Und wie Sie das miteinander in sich vereinbaren, dass Sie bei Ihnen stehen und dass Sie gleichzeitig den Bruder auch nicht verlassen, boah, das ist schon eine große,
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es werten soll. Also es ist, Sie merken, ich bin ein bisschen am Stottern. Mhm. Aber es ist beachtlich, dass Ihre Eltern das schaffen. Haben Sie denn die Nähe zu Ihren Eltern dadurch noch? Ja. Schon? Ja, also jetzt nicht mehr so intensiv, wie es mal war vorher. Mhm. Aber doch, wir sind uns mittlerweile wieder relativ nahe gekommen. Mhm. Mittlerweile? Ja. Da war schon auch eine Distanz. Ja, klar. Das hat schon gedauert. Aber mal eine Sache, die gut ist zu hören, finde ich. Also da können wir jetzt auch mal sagen, ja, das ist mal etwas, was vielleicht auch ja aufbauen kann. Trotzdem bleiben natürlich viele, viele Dinge, die schlimm sind. Sie waren ja Nebenklägerin auch bei dem Prozess. Mhm. Als Nebenklägerin erhält man ja auch Akteneinsicht. Wollten Sie denn diese Akten sehen? Ja. Ja? Warum? Was? Ich bin ein sehr neugieriger und detailgetreuer Mensch. Mhm. Und habe gesagt, ich muss das für mich einfach wissen, was genau passiert ist, wo die waren, was die gemacht haben. Ich will hören, was er dazu zu sagen hatte, und habe mir dann wirklich diese ganzen Akten von Anfang bis Ende durchgelesen. Auch damit Ihre Gedanken nicht ständig noch neue Fantasien entwickeln? So. Ja. Mhm. Und ich meine, Sie müssen das nicht erzählen, aber was haben Sie rausgefunden? Jetzt nicht in den Details, aber Sie wissen, was passiert ist? Ja. Ja? Und hat ihr Bruder denn mit Ihnen auch darüber geredet? Nee? Nein, bis heute nicht. Er kann mir keine oder will mir keine Antwort darauf geben. Angeblich weiß er es selber nicht. Ich weiß es nicht. Denken Sie denn manchmal, sollte ich mal zu ihm fahren ins Gefängnis oder besuchen Sie ihn im Gefängnis? Nein, ich war bis jetzt noch nicht da. Ich werde im November hinfahren, werde aber dort dann erstmal mit meiner Therapeutin und seiner Therapeutin ein Einzelgespräch führen und wollen dann irgendwann demnächst aufeinandertreffen. Sie haben Ihre Therapeutin angesprochen. Sie werden ja professionell begleitet. Mhm. Wie wichtig ist das? Also ich kann es mir, glaube ich, gar nicht ohne vorstellen, oder? Das braucht man in so einer Situation doch, oder? Wo kann man denn da überhaupt ansetzen, wenn eigentlich kein Stein mehr, also wenn es so einschlägt, da müssen wir jetzt gar nicht über diesen Fall reden, wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht, wo lässt sich da ansetzen? Ja, im Grunde muss man beim Scherbenhaufen ansetzen. Mhm. Also das, was die Teile, die da sind, gucken, wie kriegt man wieder sie zusammengesetzt. Mhm. Weil die Person, die sie sind und der Mensch, der sie sind, den gibt es ja noch, trotz dieses Traumas. Und dann gilt es, die Dinge wieder zusammenzusetzen, sich zu finden, das zu finden, was sie ausmacht, was ihnen auf, ja, Freude ist vielleicht sehr, sehr schwer, überhaupt noch ein bisschen Freude zu empfinden, aber das kann wieder werden. Und zu sehen, wo Stützpfeiler sind, da sind ihre Kinder. Also es gibt, diesen schönen Satz, wer ein Warum zu leben hat, der erträgt auch das Wie. Also wenn ich weiß, wofür ich lebe, wenn ich einen Sinn habe im Leben. Und das kann therapeutische Unterstützung, kann das sehr, sehr gut begleiten, weil alleine die Scherben wieder zusammenzusetzen, alleine hinzuschauen, was habe ich noch an Kraftquellen da, das ist fast unmöglich. Da braucht man sehr viel. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Aber Sie nicken, ich denke, das ist der Weg, ne? Dass Sie sich so nach und nach stückweise wieder zusammensetzen konnten. Ja. Ist denn auch Ihr Wunsch, wieder vertrauen zu können, so Stück für Stück das zu lernen? Natürlich. Also ich würde schon ganz gerne meinem anderen Bruder auch wieder voll vertrauen können, sagen können, ja, ist okay, nimm das Kind mit. Ne, der Große, die sind halt momentan ziemlich oft zusammen, wo ich sage, ja, nimm ihn mit, bring ihn in 3 Tagen wieder. Er bringt ihn wieder, klar, aber das ist halt immer so. Ja. Wie können da erste Schritte aussehen? Also ich denke, der erste Schritt ist, das zu akzeptieren. Also dass sie erstmal akzeptieren, ich kann noch nicht vertrauen. Es dauert. Möglicherweise geht es gar nicht. Auch das gilt es zu akzeptieren. Also man spricht immer viel von Vergebung und so, aber manches kann man auch nicht vergeben. Und manche Wunde, ja, sagt man nicht so gerne, aber manche Wunde heilt nicht wirklich aus. Mhm. Und da ist es hilfreich zu akzeptieren, so ist es. Und ich streng mich jetzt nicht so an, jetzt dieses Ziel auch noch zu erreichen. Sie haben ja enorm viel geschafft. Und das ist, ja, das, Sie müssen nicht alles schaffen. Also auch, das ist hilfreich zu sagen, geht nicht. Ihr Bruder wurde ja zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja. Wo stehen Sie da jetzt von Ihrem Gefühl?
die sind halt schnell rum, ne? Mhm. Also 15 Jahre ist, weiß nicht. Mhm. Ist in meinen Augen für ihn irgendwo zu wenig. Die, für ihn geht die Zeit zu schnell rum. Und andererseits ziehen sich diese 15 Jahre für uns aber auch ohne Ende. Allein wenn man daran denkt, na gut, er wäre jetzt 5 Jahre älter, ne? Der Roger wäre jetzt 13. Ne? Wo wäre er jetzt, auf welcher Schule wäre er, hätte er Freunde? Ne? Welche Freunde hätte er noch aus dem Kindergarten oder so? Das sind halt viele Sachen, die sich dann, man denkt, boah, die Zeit, die zieht sich. Und auf der anderen Seite muss man denken, boah, das geht so schnell vorbei. Ne? Und ruckzuck ist er wieder draußen und keine Ahnung, vielleicht steht er irgendwann vor der Tür und man weiß es nicht. Und wenn Sie jetzt gucken, Sie haben auch von wir gesprochen, wie war das für Ihren Mann und Sie in Ihrer Beziehung, wenn Sie da mal so die Stationen durchgehen? Sehr kritisch stellenweise, ja. Erzählen Sie mal, also ich denke, erst waren Sie aber doch sicher beieinander, oder? Ja, die ersten 4, 5 Wochen, ja. Ja, und dann? Und dann haben die sich aber so ringsrum um mich rum alle so langsam wieder gefangen. Also die anderen gingen wieder in die Schule, in den Kindergarten, mein Mann, der war wieder arbeiten. Mhm. Mein Papa war dann irgendwann wieder daheim und dann kam dieses große Loch. Also dann war wirklich, der Boden ging auf und dann war rein und dann war Feierabend. Mhm. Da ging überhaupt nichts mehr. Dann war da so 1,5 Jahre absoluter Stillstand, wo dann mein Mann wirklich alles alleine machen musste. Also der war arbeiten, der musste die Kinder versorgen, der musste den Haushalt machen. Mhm. Tut mir heute sehr, sehr leid, dass ich ihn da so hängen gelassen habe. Aber die Zeit war nötig. Und dann schrittweise? Schrittweise hat man dann wieder so ein bisschen angefangen zurückzukommen, weil dann ist einem bewusst geworden, da sind noch 3 Kinder, die haben das so nicht verdient. Ja. Die wollen auch die Aufmerksamkeit, die wollen auch gelobt werden, die wollen auch noch erwachsen werden und wollen auch was haben noch von Familie. Und da wird man dann so langsam wieder so ein bisschen wach. Ist es das, was auch wirklich vielleicht wieder halten kann, dass man die Aufgabe sieht, dass man weiß, da sind andere, die mich brauchen und dass das auch auf Familien und auch auf Ehen, auf Beziehungen dann nochmal wirkt? Also ja klar, weil da, ja, Sie haben auch das Pflichtgefühl gespürt und ich muss Mutter sein und da ist wohl eine große Kraft in Ihnen. Schafft nicht jeder, also da wieder rauszufinden. Und ich kenne Fälle, wo auch Ehen zerbrochen sind, also wo auch Familien zerbrechen daran, weil es eben so was Ungeheuerliches ist und weil man aus dem Schmerz wirklich nicht rausfindet. Insofern ist es eine große, große Leistung und Kraftanstrengung. Ich kann nur sagen, mein Respekt vor Ihnen, wirklich. Wie ist es denn, wenn Sie heute Ihre Eltern treffen? Ist es da Thema oder ist es, lassen Sie es eher raus, oder? Es wird in Gegenwart meiner Eltern eigentlich nicht erwähnt. Mhm. Aber ich denke, das Verhältnis zu meinen Eltern ist jetzt so, wie es ist, ist es jetzt gut. Mhm. Und ich will nicht, dass man dadurch irgendeine Unstimmigkeit nachher, oder so wird das dann alles nochmal vernichtet und nee, dann lieber außen vor lassen und gut ist. Ist es denn in so einer Situation auch mal wichtig zu sagen, okay, da sind die Eltern, aber im Mittelpunkt bin jetzt erstmal ich und sind meine Bedürfnisse und sind vielleicht noch meine Kinder, also sich auf einen engen Kreis zu besinnen? Also ich denke, es ist nicht gut, ein Tabu zu errichten, ne? Also, oder so ein Schweigen in der Familie kann zum Beispiel auch für ihre Kinder, ne? Also, es müsste schon irgendwie ein Ritual oder was geben, was immer auch die ganze Familie mit einbezieht, dass es nicht so ein Tabu wird. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich richtig, zu gucken, wer kann mich, wer gibt mir was, wo kriege ich das, was ich brauche und wo kriege ich es nicht. Und offensichtlich haben Sie da eine Entscheidung getroffen, was Ihre Eltern angeht. Und das ist dann auch ein Selbstschutz. Und da geht es nicht darum, den Eltern eine liebende Tochter zu sein, sondern irgendwie die Form zu wahren und die Familie zusammenzuhalten. Aber Sie haben sich Ihren Weg da gesucht, der nicht zu den Eltern führt, sondern zu anderen Menschen, die für Sie wichtig sind. Sie gehen ja jetzt auch raus damit und erzählen uns die Geschichte. Ja. Warum? Was ist so Ihr Antrieb? Was ist Ihr Gedanke dabei? Also ich habe gesagt, zum einen fühle ich mich gut dabei, das ist wie so ein Befreiungsschlag irgendwo. Mhm. Und zum anderen, es sind auch noch so viele Sachen, ich meine, wir kommen zwar aus einer Stadt, aber eine kleine Stadt, also ne, mit knapp 6.000 Einwohnern jetzt nicht so mega groß. Und da sind noch so viele Sachen auch im Umlauf, die einfach von vornherein nicht stimmen oder wo sich Leute immer noch einen Kopf drüber machen, wo man denkt, oh Leute, ne, entweder kommt da Fragen oder haltet einfach mal den Mund. Mhm. Sagten, wenn ich auch nur 2 davon erreichen, die sagen,
Vielleicht sollte man jetzt doch einfach mal die Klappe halten und die einfach mal ihr Ding machen lassen. Dann bin ich schon zufrieden. Also wir alle, glaube ich, können nicht nachvollziehen, was Sie erlebt haben. Aber wir alle haben großen Respekt dafür, wie Sie damit umgehen, wie Sie damit weiterleben. Auch, und das haben Sie ja ganz klar gesagt, um da zu sein für Ihre Kinder, für die zwei Söhne, für die Tochter, die noch da ist, und auch Ihren Mann. Deswegen wünschen wir Ihnen alles, alles Gute. Danke an Sie und danke auch an die anderen Gäste. Wir, liebe Zuschauer, sehen uns wieder in einer Woche. Dann nochmal mit dem Thema, was im Leben wichtig ist. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön.